Okay. Willkommen zurück bei Dawn of War 2 und wir kämpfen gegen das Böse, den Teufel, das... keine Ahnung was. Gegen den Dämon. Gegen den Dämon, den Chaos-Dämon Ulkair, der jede Sekunde stärker wird und lauf du mal vor. Ach, unser Panzer hat geregelt. Au. Was ist da los bei dir? Der Panzer schießt auf mich. Au. Alter, was ist hier alles rumläuft? Ach du Kass! Shit! Shit, 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 shit! Ich bin zurück! Warte mal, ich rege mal eben da oben für dich. Werden natürlich alle weg. So, noch, dann noch den hier. Machen wir das Lager noch weg oder ignorieren wir's? Ich glaube, wir sollten das sehen. Meinst du? Ich dachte, es ist gleich noch ein Rückenfall. Ja, warte, dann hol ich hier im Typ zurück. Au! Ja, das meine ich. Da. Das ich hab keine Artillerieschläge, kenn gar nichts. Brauchst du auch nicht, ich hab sowas. Ja, das läuft. Das passt. Das nehme ich mit. Weißt du, und das Ding kostet schon eine Energie. Oh, das ist geil. Ich hab 455 Energie. Ja. Scheiße. Hey, scheiße, ist das denn geil. So, Punkt habe ich geholt. Kommst du klar? Ja, ja. Sauber. Oh. Irgendjemand ist gestorben. Alter, gleich hat Ulka hier volle Leben. Shit. Nee, ich glaube, dadurch wird es nicht mehr. Ich glaube, wir haben das Maximum erreicht. Meinst du, mehr geht nicht? Ja. Meinst du, schlechter kann man nicht sein? Ja. Den Punkt, den komplette Basis links, die ignorieren wir jetzt aber, ne? Ja. Also ab zum Dämon. Na toll. Du gehst vor? Wieso ich? Keine Ahnung. Das ist eine gute. Nur noch ein paar weitere Tode, dann werde ich frei sein, den ganzen Sektor zu verschlingen. Ich finde den Pilotin sehr dezent. Erfüllen diesen Zweck. Davor. Es regnet Blut? Ja. Läuft. Ich will keine medizinischen Vorräte, ich will richtige Vorräte. Ich will auch keine Sprengvorräte, ich will strategische, weil das ist mein Ding ins Schuss. Oh, wo kommt der denn her? Oh. Oh! Sind davon zwei und Pet 3 und Pet. Wir machen die Dinger zuerst. Mein Typ ist ein bisschen tot. Alter, der hat voll durch Luft geworfen. Jungs, ihr sollt den da kaputt machen gehen. Scherz. Ich hol dich. Der da oben ist übel. Muss weg. Ja. Egal. Ey, wieso geht der Typ immer in Nahkampf? Weiß ich auch nicht. Alter, wie der mich zerlegt, der Ruka hier, das ist unglaublich. Ich weiß, das ist schon die ganze Zeit mit mir.
nein, Cybot! Warte, ich hab ein Problem hier. Ich hole den Cybot. Versuch's zumindest, ihn schnell genug zurückzukriegen. Krieg ich. Das ist der eine Typ ist übel. Ja. Ich versuche gerade den ewig zurückzuholen oder wiederzuholen oder keine Ahnung was. Weißt du, ich hab sowas mittlerweile auch. Huch. So. Naja. Leute, ich mach. Oh, warte, warte, warte. Ich belebe wieder mit Taste. Alle wieder da. Naja, passt. Achso, das zählt ja nicht für den Cybot, ne? Ja. Scheiße, ich hole ihn eben. Ich hole den Cybot. Weil der Cybot kann auch wieder beleben. Achso, sag das doch. Der sei schon die ganze Zeit. Und dann sagst du, naja, ich mach ihn zum Wiederbeleben. Ah. Wir haben einen tot, wir haben ihn tot, wir haben ihn tot. Ah ne, er lebt schon wieder. Ist schon wieder belebt. Ja gut. Boah, dieses Drecksdämonen-Scheiß-Kackviech hier geht mir so auf den Sack. Oh, nervt der. Hast du dich selber wiederbelebt? Nee, der Zauber kann sich nicht selber wiederbeleben. Der kann alles andere wiederbeleben. Aber nicht selbst. Selbst. Alter, was zum Henker? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie. Oder doch, ich glaube nach einer Zeit lebt es wieder selber. Gott sei Dank ist es nur noch der Typ. Geh mal ein Stück zurück. Bin ich schon. Aua. Mach, ich mach schon. Zerlegt einen aber auch. Ist wieder da. Hat der auch schon was verloren? Echt wieder belebt dich gerade. Du belebst mich wieder? Läuft nee. Eigentlich. Doch, doch, das braucht noch ein bisschen. Achso. Ich hol Abitus. Das ist automatisch zu mir. Alter, die anderen sind schon wieder tot. Das ist da gar nicht, wie schnell die umfallen. Hat er irgendeinen Trick bei dem vergessen? Ich hab keine Ahnung. Ich habe aber auch nichts irgendwie an. Weiß ich auch nicht, an zusätzlicher Waffen. Ah, geil. Danke für den Hinwerf. Der Angelos sich einfach mal zu uns kommt? Das wäre eine Idee. Das könnte er mal machen. Der Bodenhammer. Ich meine, wir hätten das ja so machen können, dass er weniger Leben hat. Aber er geht auf jeden Fall down. Also. Soll ich oder du? Einfach alles draufballern, was da ist. Okay, der geht auf Cyrus. Baller drauf, baller drauf. Ich kite. Okay, er schwillt aufgehört. Scheiße. Ja, dann geht er auf den Oberkommandier, ne? Aua! Ja, soll er. Hat hier noch irgendwelche Kisten, die man aufmachen kann? Ne? Wow! Alter, was ist das für eine Waffe, für eine Attacke, ey? Ich
Weißt du, dass ich richtig glücklich bin, dass ich mich reparieren kann? Ich verstehe. Am Abend, glaube ich. Nee, der geht schon wieder auf meinen Oberkommandierenden. Der hat sich, kann sich immer einmal selber wiederbeleben. Also einmal wieder selbst wiederbeleben. Oh, weg, 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 lauf, lauf, lauf! Scheiße. Er wird es nicht mehr schaffen. Mannschaft. Au. Bei mir hat schwäbische Musik aufgehört. Ja, geil. Na, ich renn mal rein. Wird da zwar eh bald verrecken, aber ist egal. Ja, ist eh tot. Au! Ach. Alter, wie verkackte Lehmer hat der Typ? Viel zu viele. 1.400.000. 63.000. Scheiße, da kommen noch andere. Fuck. Nice. Der wirft direkt zu mir, das ist super. Danke dafür. Das war mein Cyborg. Hast du ihn wiederbelebt, oder? Keine Ahnung. Ich selber nicht eigentlich. Gut, dann hol ich ihn. Oh, bitte. Der rennt wieder mir hinterher. Also Cyrus. Alter, wir machen voll schnell. Er verliert auf jeden Fall Leben, das ist schon mal etwas. Ich kann ab jetzt wiederbeleben. Na gut, ich hole eben meinen. Den Eskad wieder. Ich muss einmal rumlaufen. Aua. Oh. Kommt mir hinterher. Wie gesagt, ich kann sowas auch. Dauert halt ein bisschen. Ist kein Insta-Rennen. Lol, der hat dich rangezogen. Mein Oberkommandeur jetzt schon gestorben ist, unglaublich. Hat er nicht. Ich belebe mich selbst wieder. Ist leider nicht geprockt. Ich habe zwar die Fähigkeit, dass ich wiederbeleben kann, aber es geht nicht immer. Warte. Ja, den hole ich auch. Willst du mit Avitus vielleicht einmal, wenn der jetzt wieder da ist? Shit. Vielleicht einmal schnell mit X einmal Typen wiederholen? Nee, jetzt bringt es bei dem auch nicht. Okay. Ich renne die ganze Zeit nur hinterher und hol einen nach dem anderen wieder. Aber er verliert Leben. Nur am Sterben. Ja. Ohne Ende, die ganze Zeit. Ey, wenn ich den Panzer behalten könnte. Ja, echt, ey. Aber wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ist gleich down. Keine mehr viel. Hat er noch? 40.000. Der Reiter hat uns in einen Angriff verwickelt. 30.000. 20.000. Das ist jawohl! Oh Gott! Hat doch nur eine Viertelstunde gedauert, der Kampf. Alter! Der Tod sucht alles Fleisch ein. Selbst jenes, das seine Essenz wird, die er meinen gleicht. So ist der Weg des Nagel. Das was? Wer ist denn Nagel? Vertäuscht euch nicht selbst. Euer Sieg wird nicht von Dauer sein, kleine Menschen.
kleine Menschen. Dieses Gefängnis kann mich nicht ewig halten. Es ist aufgebrochen und geschwächt. Unser Architekt nähert sich nun von Mörbels verdorbener Frucht. Das Gesicht von dem Typ. Und euer armseliger Orden werdet meinen Hass schon bald wieder zu spüren bekommen. Shit. Das war übertrieben. Puh, Einsatz erfolgreich. Gott sei Dank. 97% der Feinde getötet. Immerhin sogar, Alter, 52 Minuten. Kurzzusammenfassung. Stufe 30, Stufe 30, Stufe 30. Alter, wie viel Zeug wir bekommen haben. Meisterhafte Skriptor-Rüstung. Jede Menge geilen Shit. So, was gibt's jetzt zu erzählen? Ich bin mal gespannt, was jetzt los ist. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was die jetzt zu erzählen haben, die Jungs. Dafür müssen doch Ordensmeister töten. Blood Ravens, der Sieg ist unser! Sie haben die Black Legion aus dem Sektor vertrieben und den üblen Dämon verbannt, der uns verschlingen wollte. Aber eine noch schrecklichere Schlacht steht uns bevor. Unser Orden ist in der Hand eines Verrückten und eines Ketzers. Kyras, der der größte von uns allen sein sollte, hat seine Seele an die Mächte des Chaos verkauft. Und wir werden als Abtrünnige und Verräter bezeichnet. Meine Brüder, dies kann nicht und darf nicht so stehen bleiben. Kommandant, Sie und Ihre Brüder haben am meisten unter dieser Korruption gelitten. Kyras hat Sie für die Frechheit, sich gegen die Black Legion zu stellen, als Abtrünnige gebrandmarkt. Und doch haben sie nicht aufgegeben. Sie haben die Feinde der Menschheit bekämpft und die Korruption in ihren eigenen Reihen getilgt. Gemeinsam werden wir jene im Orden versammeln, die den gleichen Mut aufweisen. Den Mut, sich gegen Kyras und seine teuflischen Meister zu stellen. Mit diesen Verbündeten werden wir die Fäulnis in unserem Orden ein für allemal tilgen. Wenn dieser Tag kommt, müssen wir alle bereit sein. Möge uns niemand der Schwäche bezichtigen können. Für Orden und Imperator, gemeinsam sind wir stark. Lord Abaddon, es wird kommen, wie ich es versprach. Die Blood Ravens werden fallen. Okay. Fühlt fängt's gerade erst an. Ich habe die Black Legion zurückgeschlagen und den Verrätern ihren Reihen getilgt. Sie stehen Schulter an Schulter mit Gabriel Angelos. Sie sind bereit, sich der Ketzerei von Ordensmeister Kyras zu stellen. Die Schlacht wird schwierig, aber sie werden die Ehre des Ordens wiederherstellen. Kampagnensieg. Ja. Der Witz ist, laut Warhammer 40k müssten wir eigentlich jetzt auch alle korrupt sein, weil unser Ordensmeister korrupt ist. Tja. Der gesamte Orden wäre korrupt und Siehst du mal, wie sehr sie sich an den Kodex halten. So, bevor ich jetzt auf Fortsetzen klicke. Wenn, das war jetzt eins von fünf verschiedenen Endings. Wenn ihr leicht korrupt seid, gibt's ein anderes Ende. Wenn ihr neutral seid, also Mitte, gibt's ein anderes Ende. Wenn ihr drei Viertel korrupt seid, gibt's ein anderes Ende. Und wenn ihr komplett nur mit Korrupten rumlauft, also nur mit Ketzern, dann werdet ihr, also dann wird die Haupt, also der, wie heißt der denn? Der Oberkommandant wird dann nicht hier zum Chef, beziehungsweise, ne, kämpft dann nicht Schulter an Schulter mit Angelus, sondern wird dann zum nächsten Chaos-Lord. Also, anderes Video, anderes Ende. Wenn ihr alle sehen wollt, könnt ihr das selber machen. Das werden wir nicht tun und ich klicke jetzt einfach mal, ich wollte das mal gesagt haben, deswegen klicke ich jetzt mal auf Fortsetzen und kommen dann Credits oder was passiert dann? Keine Ahnung, was passiert beim letzten Mal. Tag 1, bla, 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 bla. Rein in den Augen des Imperators. Aber ich glaube, wir sind nicht auf 0 gewesen, deswegen haben wir das zweite Ending. Ich glaube, wenn wir komplett bei 0 gewesen wären, oder? Rein in den Augen des Imperators ist noch 0, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Weil bin ich jetzt zum Ordensmeister ernannt worden oder nicht? Nee. Bin ich nicht sicher. Eigentlich nicht, ne? Deswegen nee. Kann es sein, dass das jetzt nur die 25% korrupt Variante ist. Egal. Aber wir sind auf jeden Fall Champion der Exterminierung und mal gucken, was jetzt passiert. Nächstes Bild. Das sind die Credits. Dawn of War 2, Chaos Rising. Das sind die Leute, die das gemacht haben. Das könnt ihr euch, wenn ihr Langeweile habt, alles mal durchlesen. Das werden wir aber jetzt an dieser Stelle nicht tun, weil meistens eh so nur die Musik getaggt wird und das bringt uns dann nichts. Deswegen brechen wir das ab. Und wir sind wieder im Hauptbildschirm und haben die Kampagne abgeschlossen im Orbit von Aurelia. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur noch eins zu tun. Das Spiel zu schließen. Und noch kurz, ja, wir sind schon bei 21 Minuten, aber ist egal. Fandest du jetzt im Endeffekt... Ich fand die erste Kampagne geiler. Du fandest die erste Kampagne geiler? Okay. Warum? Also auch, wenn jetzt hier am Schluss mit dem Predator-Panzern war das schon ziemlich cool, aber irgendwie, ja, es war halt so das Gefühl, davor konnte man irgendwie schon einen Haufen, aber quasi nichts. Und dann kommt auf einmal so ein riesiger Wall, wo wir auf einmal alles tun. Ja. Das finde ich so ein bisschen komisch. Ja, ich fand vor allem komisch, dass es jetzt am Ende keine Bonus- oder keine Nebenmission mehr gab. Das war am Anfang. Ja. War das mehr so wie in der ersten Kampagne. Und dann war jetzt die letzten vier Level, die waren, okay, du musst das machen, weil das macht einfach irgendwie, ne, das ist quasi die Story und du kannst nicht mehr noch irgendwie nebenbei, gut, wir waren jetzt auf Max-Level, deswegen hat dein Enges gebracht, Items zu sammeln. Aber, Ja. Ne? Hätte man ein bisschen anders machen können. Da hätte man auch fröhlich mit der Korruption rumspielen können. Richtig. Da hatte man jetzt. Durch solche Nebenmissionen. Eben, eben. Das ist eigentlich recht gut. Eigentlich ja. Gut, nichtsdestotrotz, wir sind durch. Wie gesagt, wenn ihr die anderen Enden sehen wollt, dann müsst ihr die Kampagne selber machen, weil das werden wir nicht tun. Da gibt es wahrscheinlich 1 Million Videos bei YouTube. Einfach nachsuchen und dann könnt ihr euch das alles auch angucken. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle von Dawn of War 2 Chaos Rising. Dann muss ich mal husten, wartet. Von Dawn of War 2 Chaos Rising. So. So muss ich das anhören. Und dann geht es übermorgen oder Montag, wenn es eine Freitagsfolge war, sollte es, weil wir jetzt weit im Voraus aufgenommen haben, sollte es weitergehen direkt im Anschluss mit Dawn of War 2 Retribution. Bis dahin ist auch Dawn of War 3 erschienen. Wenn das, je nachdem, was fertig ist, bezahlbar ist, dann machen wir damit vielleicht direkt weiter. Schauen wir mal. Nichtsdestotrotz, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann einfach mal ein Like dalassen und generell natürlich, wenn ihr weitergucken wollt, ein Abo dalassen. Und für was kommt, wann es kommt, einfach oben im Kanalbanner auf den Uploadplan klicken. Da ist dann immer direkt, was, wann, wo, wie als nächstes kommt. Und in dem Sinne sage ich, bis zum nächsten Let's Play. Macht es gut und tschüss. Hallo? Jakob? Hm? Achso, ich auch noch. Tschüss. Ja, sicher. Hallo? Unglaublich. Ja, haut rein.